Bei einer Razzia in Bayern wurde heute auf 4 Polizisten geschossen. Der mutmaßliche Täter ist ein sogenannter Reichsbürger. Sind die Reichsbürger in Deutschland eine unterschätzte Gefahr? Und damit willkommen bei Galileo. Was sind Reichsbürger überhaupt und wie gefährlich sind sie wirklich? Die Antworten jetzt in unserem Wissenscounter. Was sind Reichsbürger? Die gemeinsame Ideologie der Anhänger der Reichsbürgerbewegung ist, dass sie sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Demokratie offiziell nicht anerkennen. Daher akzeptieren sie auch keine deutschen Ämter, Gerichte oder Behörden wie die Polizei. Gleiches gilt für offizielle Dokumente wie zum Beispiel den Personalausweis. Da einige weder das Grundgesetz noch Gerichtsurteile anerkennen, geraten sie häufig mit Behörden oder der Polizei aneinander. In der Realität bedeutet das, dass sich einige dieser Reichsbürger Polizeikontrollen verweigern, Strafen nicht akzeptieren oder keine Steuern zahlen wollen. Aktuell gibt es in Deutschland schätzungsweise 1000 bis 2000 solcher Reichsbürger. Genaue Zahlen sind selbst dem Verfassungsschutz nicht bekannt, vor allem deshalb, weil sich die Reichsbürgerbewegung auf viele kleine Splittergruppen verteilt. Geografisch beharren sie oftmals auf die Grenzen des Deutschen Reiches von 1937 und nicht auf die der Bundesrepublik Deutschland. Aber wie gefährlich ist die Reichsbürgerbewegung? Nach den Schüssen auf die Polizisten warnte Innenminister Herrmann in der heutigen Pressekonferenz vor der Gewaltbereitschaft und der rechtsradikalen Ausrichtung von Teilen der Reichsbürgerbewegung. Die neben dem Thema Reichsbürgerschaft auch dezidiert rechtsextremistischen Organisationen angehören. Die Reichsbürgerbewegung gehört also zu einer verfassungsfeindlichen Gruppierung, die man nicht unterschätzen darf.